Das hat sich jetzt überlappt. Tada. Spielladen. Muss ich verstehen, warum das ein buntes Bild hat? Ich will es vielleicht gar nicht wissen. Vielleicht will ich es einfach gar nicht wissen. So, hier sind wir stehen geblieben. Im Kerker. Verdammte Fackeln. Sie werden mich verraten. Muss gerade tatsächlich einmal überlegen. Okay. Ja, hier stimmt. Hier haben wir gehangen. Beim letzten Mal noch. Und nun kann es losgehen. Warum gehst du in die Richtung? Ich hab gesagt, du sollst in die andere Richtung gehen. Genau in diese hier. Durchsuchen. Alles nehmen. Okay. Katze. Also schick sieht er aus, ne? Schick sieht er aus. Wir müssen mal wieder einen Termin für ein Gespräch mit seinem Psychiater machen, um FF zu bereden. Ja, stimmt. Stimmt. Also ich kann dir nur sagen, dass ich im Morgen nicht kann. bei Freitag weiß ich nicht. Samstag weiß ich tatsächlich auch noch nicht. Und Sonntag geht's natürlich nicht. Jetzt bist du im Schleichenmodus. Meide illuminierte Bereiche. Wie soll ich das denn machen? Weißt du, kannst Wachen betäuben, indem du dich anschleichst und dann rechte Maustaste drückst. Ah, okay. Was war das? Oh Gott. Ich weiß nicht, wo der Kerl ist gerade, deswegen. Was war das denn? Stirb, Oh Gott, du okay. Das hat ja gut geklappt mit dem Schleichen. Das hat sehr gut geklappt mit dem Schleichen. Hey! Wir sind Schleichprofi. Das, Leute, nennt man übrigens Schleichen. Nur mal dazu. Ja. Das ist Schleichen heutzutage. Okay, tatsächlich, so geht das nicht. Also ich kann nur Musik leise machen über meinen. Ja, okay. Lass mich in Ruhe. Bitte geh weg. Tu mir was? Nichts an. Ach du. Hi. Irgendwann, du kannst dich nicht ewig von deinem Psychiater drücken. Ich frage mich eigentlich eher, wann mein Psychiater davonläuft. Ah, herrlich, ey. Einmal ausmachen. Schlüssel erforderlich, ja, natürlich. Ach komm. Nur von Schnoberto. Oh, geil. Scheiße, da war ich zu spät. Für den Finisher. Gibt es nochmal einen Finisher? Oh,
sehr geil. Okay, dann habe ich auf jeden Fall ein episches. Was denn? Hört ihr nicht? Der Häftling ist geflohen. Wache! Ich sitze sie denn. Wache! Oh Gott. Du hast eine Karte vom Gefängnis bestellt. Bitte, da ist sie. Erstklassige Tätowierung. Und ich sollte mich einlochen lassen. Da bin ich. Wo ist denn das Scheißproblem? Sag du's ihm. Ich schaff's nicht. Als erstes. Was ist das für ein Herz da mit Mama drin? Das verdeckt ja die halb. Braucht ein bisschen Mut. Nur ein paar Von da komme ich ja noch. Da. Und dann lässt du dich noch als Dieb einbuchten. Diebe werden aber ausgepeitscht, ehe man sie ins Loch. Du solltest dir auf den Rücken stechen lassen. Was macht es jetzt da unten? Siege die Wächter. Da hab ich. Okay, warte, da ist doch noch irgendwas. Ah, okay. Da war das drin, was ich gesucht habe. Perfekt. Das Gefühl. Schon besser. Ich bin Schillard Fitz Österlin. Gesandter des Reichs Nilfgaard, wo der herrlichste Herrscher aller Zeiten regiert. Emir Far Emreis. Was willst du von mir, Gesandter von Nilfgaard? Nur mit dir sprechen, Baronin. Ach, wirklich? Das würdest du dich nicht trauen, wäre mein Sohn noch am Leben. Nun, ich bedauere den Tod von Baron Lavalette zutiefst. Sei meines aufrichtigen Beileids versichert. Doch es ist genau dieser Verlust, der dieses Gespräch für beide Seiten gleichermaßen ratsam macht. Lasst mich los. Ich werde alleine gehen. Ich werde zurückkehren. Und dann zahle ich es dir heim. Gehen wir, Baronin. Dein Gejammer ist überflüssig. Oh ja, okay. Also quasi arbeiten wir mit dem Gebieter dann zusammen. Du Bastard! Du Drecksschwanz! Fick dich, du Schwanzlutscher! In den Arsch! Hurensohn! Ich bring dich um! Kapiert? Ich reiß dir den Schwanz ab! Und schlag dich damit tot! Viel Spaß dabei! Alter, voll, was da einfach mal so alles vom Stapel lässt, so sämtliche Beleidigungen. Hier hin. Du bist zu früh dran! Der Termin ist erst morgen. Du wirst mich wohl auch. Oh shit. Der ist gefährlich. Nein, gar nicht. Ich glaube, die müssen sich einen neuen Henker suchen. Ich habe die da festgebackt. Das Problem ist, es bleibt halt nicht so leicht, ne? Ey, Junge, kein Hohlkreuz, Mann. Das ist nicht gesund. Oh, spinnt. Rüstung. Benutzte Schuhe. Und 2 Blutenresistenz 7. Okay, das ist besser. Besser, glaube ich. Ja. Okay.
Huch. Steuerung ist etwas seltsam. Muss ich erst wieder reinkommen? Meteoritenerz. Aussage der Maria Luisa Lavalette. Hiermit erkläre ich Luisa Lavalette, dass Ariane Lafayette der Vater meiner Kinder Anis und Bussi ist. Marie Luisa Lafayette. Wir nehmen einfach alles. Ui. Das macht Aua. Ja, ich neige schon wieder dazu, alles mitzunehmen. Das ist ja schon nur gut. Aber kam ich da nicht irgendwie hoch? Ich meine, das soll ja hier angeblich irgendwo weitergehen, deswegen. Damit geht's nicht weiter. Ach, da hinten dann. Okay. Das hier ist also der falsche Weg. Müssen wir erstmal hier. Wie lag. Karte ist aber auch nicht ganz. Oh. Ganz richtig. Warte mal. Ah, nee, das ist nur Licht. Ach komm. Huch! Ich hau nicht zum Brei! Weißt du, da hätte ich jetzt mal mich anschleichen können. Egal. Die wollen uns ja auch umbringen. Okay. Ich glaube, da hinten ist ja noch einer. Was so ein bisschen stört, ist, dass die Maus dann halt immer irgendwo anders ist. Rüstungsaufwertung. Waffen. Ja gut. Das ist immer noch ein und dasselbe. Wertung. Okay, mit dem Gegenstand nicht möglich. Aber es könnte möglich sein. Schnellzugriff kann ich übrigens einmal für die. Ja, gut, dann nicht. Dann machen wir halt nirgendwo Schnellzugriff. Ha, wer da? Geralt? Zelle war ein bisschen zu eng. Er hat nicht genug Platz, um mich auszubreiten. Könntest du bitte? Okay, das Päckchen will er nicht. Dann geht's wirklich also hier rein. Herein, Meister Geralt. Gestatte mir, dich mit der Baronin Lavalette bekannt zu machen, Mutter der königlichen Kinder, so, nun bin ich auch den da. Tod ihres Ältesten getrauert.
Hallo, Frisches. Doch nun muss das Geschlecht Lavalette nicht mehr leiden. Genug telefoniert. Kann in eine hellere Zukunft blicken. Unter dem Schutz des Nilfgaardischen Imperiums. Hast du meinen Sohn Arjan getötet? Ich hatte keine Wahl. Er wusste, wie es enden kann, wenn man die Schwerter kreuzt. Der Mata. Tod war ihm lieber als die Schande. Stur wie sein Vater und sein Großvater vor ihm. Ehre, nichts als Ehre. Wie ist er gestorben? Hat er gelitten? Ich glaube nicht, dass er den Schlag gespürt hat. Vermutlich hat er ihn nicht einmal kommen sehen. Das muss mir genügen, nehme ich an. Herrin, ich an deiner Stelle würde dem Gesandten nicht trauen. Meister Geralt, seien wir doch bitte ernsthaft. Er soll sprechen, ich will es hören. Ich kannte deinen Sohn nicht, aber ich weiß, dass er den Imperator als Feind betrachtete. Volltest ebenfalls. Du weißt nicht, was sich im Land ereignet und wozu Kimbold, Maravell und ihre Schergen fähig sind. Ich bin den Kindern von Volltest und ihrer Sicherheit verpflichtet. Ein Pakt mit Nilfgaard ist ein Pakt mit dem Teufel, das ist wahr, aber mir bleibt keine Wahl. Kannst du denn von dir behaupten, den König wirklich gekannt zu haben? Gut genug, um zu wissen, was ich sage. Wirklich? Wenn dem so ist, was war er für ein Mensch? Ich will deine Meinung hören. Er war zäh, hart und effektiv. Ein guter König. Effektivität ist das Kennzeichen guter Hexer. Von Monarchen erwarten wir anderes. Gerechtigkeit, Weisheit. Weisheit ist allgemein selten, Herrin. Er hat getan, was er konnte, um das Reich zu schützen und zu bewahren. Der Gesandte zweifelt an deiner Schuld. Ich glaube auch nicht, dass du den König getötet hast. Gesandter, hilf dem Hexer aus der Burg zu fliehen. Dies ist mein Wunsch. Aber Herrin, das wäre nach meinem Dafürhalten ein unwägbares Risiko. Und dann ist da noch die Sache mit deinem Sohn. Der hat sein Schicksal selbst gewählt und ist auf eine Art von uns gegangen, die eines Lavalette würdig ist. Wie soll ich dir glauben, dass du mich vor den Schlangen Kimbold und Maravell beschützen kannst, wenn du schon vor ein paar Kerkerwachen einknickst? Herrin, ich will tun, was in meiner Macht steht. Gib mir einen Augenblick, Hexer, und dann geh zum Haupttor. Warum gehe ich eigentlich? Achso, ich bin ja noch im Schleichmodus. Der Hexer ist flüchtig. Er wütet im Kerker. Ergreift ihn. Was? Soldat, noch ein Wort. Und du wirst dich für Verrat verantworten müssen. Los jetzt, in den Kerker. Danke. Hi. Wie gesagt, ich halte viel von... Hey, geiler Tanz! Bringst du ihn mir bei? Oh, jetzt ist er weg. Schade. Steht unter Strom so ein bisschen, ne? Ja, schön, ne? Das ist die andere Art, Breakdance zu vollführen. Ja, wir nehmen alles mit. Da ist das Schiff. Okay, da kann ich nicht runter. Rauf, rauf, rauf. Na ja, runter, runter, runter. Ich muss schön die Treppe runter. Dann geht es zum Schiff. Aber wie? Soll ich schwimmen?
Wir füllen einfach den Ring aufs Schiff. Ah! Oh. Muss ich da hoch? Ah ja, gut. Geralt, könntest du deine Waffe demnächst bitte etwas früher ziehen? Geralt, hier drüben! Ich kann gerade nicht, ich arbeite. Vor allem, wie der Knüppel einfach mal sich anhört, als wenn man so ein Schwert rauszieht aus der Scheide. Das ist ein komischer Knüppel. So. Der junge Haudegen von Krinfried hat ihn ja großartig beschützt, das Amulett. Oh. Ja, stimmt, den hatten wir ja kennengelernt. Mithiles Herz. Okay. Ist hier? Oh, jede Menge. Das erfreut mein Lootherz. Bin aber jetzt im Glück, muss mich vorbereiten. Ich wünsche schon mal viel Spaß und Erfolg. Vielen lieben Dank, Fox. Und dir natürlich später auch viel Spaß. Vielleicht schaffe ich es ja noch reinzugucken. Mal gucken. Mach mir mal was beißen. Mach das Frisches. Musst du nicht. Doch, doch, doch. Es interessiert mich ja auch. Hallo. Okay, das da will mich gerade verarschen. Und das hier looten wir einfach mal alles. Hallo Triss. Du solltest dich doch rausschleichen und jedes Blutbad vermeiden. Du hast mir nur den Schlüssel für die Handschellen dagelassen. Keinen Umhang, der unsichtbar macht. Triss, ist alles in Ordnung? Königliche Ratgeberin war ich mal. Bin meinen Posten los. Mein Heim in Vysima. Hexerliebchen nennt man mich. Schicksal des Königsmörders. Die Leute reden, wie sie meinen, dass sie müssten. Ich weiß, aber... Sie werden die Meinung ändern, sobald wir den Königsmörder haben. Roche sorgt schon dafür. Korrekt, Spion? Ein Spion bin ich nicht. Aber ansonsten hast du wohl recht. Interregnum bedeutet blankes Chaos. Ratten wie Baron Kimbold und Graf Maravell regieren Temerien. Oder versuchen es wenigstens. Nur der alte Nathalys kann wieder eine echte Ordnung herstellen. Nathalys ist weit weg und von geringer Geburt. Er kann die Krone nicht erlangen. Baron Kimbold hingegen... Politik ist jetzt nicht so wichtig. Vernon, hast du irgendetwas über den Königsmörder erfahren? Vor einer Woche habe ich Nachricht von meinem Informanten in Flotsam erhalten. Er hat Jorvet in Gesellschaft eines riesigen Glatzkopfs gesehen, so wie du ihn auch beschreibst. Vor einer Woche? Klingt mir nach einer kalten Spur. Irgendwo müssen wir anfangen. Die Faktorei liegt ein paar Tagesreisen flussaufwärts in den Wäldern an der Grenze zu Edirn, in Jorvets Territorium. Dann auf nach Flotsam. Triss? Ja? Ich bin ein bisschen ramponiert. Siehst du noch meinen Wunden? Mhm. Gehen wir unter Deck. Das ist auch eine andere Art, um nach Sex zu fragen. Jede Kleinigkeit. Ich will alles hören. Auch das, was du mir nicht sagen willst. Auch das, was weh tut. Klar zum Ablegen! Taue klar und alle an Deck! Taue sind klar! Pimpen wir wie alles. Ich versuche tatsächlich, es nicht zu tun. Weil ich ja die Verbindung zu Triss aufrechterhalten will. Kriege sind gute Gelegenheiten, um... Aber mal gucken. Wir wissen es ja noch nicht. Doch Arian Lavalette war zu beschäftigt, damit Mauern zu bauen und das Schwert zu schwingen. Und als er nicht mehr war, mussten die, die er geliebt hatte, sich zu jenen flüchten, die er gehasst hatte.
Und haben wir ein Abstinenzglück. Es ist nicht leicht auf dieser Welt, wenn man unglücklicherweise als Königsmörder gilt. Erst recht nicht für jemanden wie Geralt von Riva. Dieses Pech. Ich kenne den Hexer gut und weiß, dass ihm Könige, Höfe und Politik nicht die Bohne scheren. Sei es drum. Das Leben ist schließlich kein endloser Frühlingsritt. Bisweilen zwingt es uns dazu, uns mit Widerlingen wie Vernon Roche zu arrangieren. Nun, ich rechtfertige mich nicht, denn ich hatte meine Gründe. Die Fahrt nach Flotsam über war der Hexer in Gespräche vertieft. Während das Wasser an die Planken schlug, erzählte Triss vom Kind der Überraschung und der zerstörerischen Liebe, die den Hexer mit der Zauberin Yennefer verband. Von seiner Lebensgeschichte, die man ihm genommen hatte. Ich langweile doch niemanden? Nein, man möge dies Werk nicht zur Seite legen. Um der außergewöhnlichen Persönlichkeit willen, die in Kürze ihren Auftritt hat. Unterm Galgen. Ich weiß, um wen es geht. Ich lache jetzt schon. Vielleicht die Ähnlichkeit mit Gollum. Autsch. Gollum für Arme. Lecker, lecker. Steck die Waffe weg, Elf. Ich will mit dir reden. Verneig dich. Du stehst vor einem gekrönten Haupt. Das von dem erwähnt, durchlauchtigster Herr von Eddon, von Gottes Gnaden, Souverän des Pontertals und so weiter. Und du bist? Ein Freund der Anderlinge. Ich habe einen Vorschlag. Sprich, schnell und präzise. Die Krabbspinne taucht gleich wieder auf. Bis dahin hätte ich gern Klarheit. Du könntest diesem Haupt noch weitere hinzufügen. Gekrönte. Red weiter. Zuerst den von Foltest. Aber ich brauche Hilfe. Bin in Eddon nur knapp entkommen. Zugang zu euren Verstecken. Karten von euren geheimen Pfaden wären nützlich. Und schließlich die Hilfe des Scoia'tael. Gold will ich keins. Auch der Ruf eines Töters schämt mich nicht. Warum willst du sie dann umbringen? Lange Geschichte. Dein Schützling hat den Neckar erwischt. Zeit zu gehen. Sind wir uns einig, Elf? Okay, schau ich mir später mal an, Mappa. Man muss aber dazu sagen, die Krabbspinnen sind nicht ganz so schlimm wie normale Spinnen. Die Krabbspinnen sehen halt zwar eklig aus, aber sie haben keine 8 Beine. Sie haben nur 6 Beine, wenn ich es eben richtig gesehen habe.
Und zumindest haben sie nicht diese ganzen Augen. Also sie sehen nicht wirklich aus wie eine Spinne. Flotsa müsste da hinter der Landzunge sein. Gehen wir am Strand entlang. Gehen wir? Wer wir? Du und ich. Kundschaften. Ich komme mit. Besser nicht. Es könnte brenzlig werden. Wir wissen nicht, wie sie uns empfangen. Und deshalb lasse ich euch nicht allein losziehen. Irgendwer muss sich um euch kümmern. Was denn? Hat sie ihre Tage?